Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spielerbewertungs- bzw. einem Vergleichsvideo oder einem Versus, wie auch immer man das nennen möchte, zwischen Franco Baresi und Alessandro Nesta, und zwar jeweils den Prime-Karten. Und ich werde die beiden in der Weekend League spielen. Ihr seht oben, ich stehe 7:7, also eigentlich noch einige Spiele vor mir, und ich habe mir gedacht, ich mache das einfach, ich habe irgendwie Bock, mal was anderes zu machen, weil in der Weekend League spielt jeder mit denselben Teams. Ich spiele einfach ein ganz anderes Team heute mal, beziehungsweise wir haben schon gute Spieler dabei, so ist es nicht, aber in der Verteidigung, ich habe noch nie, glaube ich, gesehen, dass jemand Baresi und Nesta in einem Team spielt. Ich werde das heute machen, und die schauen wir uns jetzt ganz kurz ein bisschen genauer an. Wir haben, wie gesagt, mit Franco Baresi einen Spieler, der ist 1,76, mittelhoch Arbeitsrate, also eher defensiv orientiert, starker Fuß rechts mit 2 Sternen Spezialbewegung und 3 Sternen schwacher Fuß. Und bei Nesta haben wir einen 1,87 großen mit mittelhoch Arbeitsrate, auch rechts der starke Fuß, 2 Sterne Spezialbewegung und 3 Sterne schwacher Fuß. Wenn wir uns die Werte anschauen, beide sind ja Italiener und beide haben auch einen Shadow. Der Antritt geht bei Baresi auf 74, die Sprintgeschwindigkeit auf 84, also weit unter dem, was man eigentlich gerne hätte. Er ist halt recht klein, er ist recht beweglich. Wir sehen 75 Beweglichkeit, 76 Balance, 93 Reaktion, 86 Ballkontrolle, 57 Dribbling und 86 Ruhewert. Dazu 88 kurzer und 87 langer Pass, das ist ganz nice. Und die Defensivwerte eigentlich alle auf 99, bis auf die Kopfballpräzision, die ist bei 95, eine Ausdauer von 85, Stärke von 80, Aggressivität von 81. Theoretisch könnte man den auch als ZDM spielen, aber auch da wäre wahrscheinlich den meisten zu langsam. Schauen wir uns das Ganze bei Nesta an. Der hat einen Antritt, der auf 84 hochgeht und die Sprintgeschwindigkeit bei 80. Dazu eine Beweglichkeit, die einer Arthrose gleichkommt oder keine Ahnung. 38 Beweglichkeit, 52 Balance, 89 Reaktion, 78 Ballkontrolle, 65 Dribbling und 78 Ruhewert. Aber dafür auch bei ihm eigentlich alles auf 99 in der Defensive, bis auf die Kopfballpräzision, die geht auf 91, Sprungkraft 84, Ausdauer 73, okay, für einen Innenverteidiger ist das, sage jetzt mal, normal, ist jetzt nicht schlimm, wenn der nur 73 Ausdauer hat, dafür 92 Stärke und 87 Aggressivität. Wir können uns auch noch anschauen, Spielereigenschaften hat der Baresi, Zuverlässigkeit und Teamspieler. Ansonsten noch Grätschen und lange Pässe für die CPU, und bei Nesta haben wir den Powerkopfball und den Teamspieler. Der Vollständigkeit halber schauen wir uns natürlich auch das Icon-Profil an. Baresi, absolute AC Milan-Legende, 20 Jahre beim AC Milan gespielt, 81 Spiele für Italien. Und Nesta bei Lazio gespielt, dann auch 10 Jahre bei AC Milan, dann noch bei Montreal und bei Genyain, keine Ahnung, kann ich gar nicht aussprechen. Auch für Italien 78 Mal, aber wie gesagt, beides AC Milan Legenden auf jeden Fall, und wir werden die beiden heute in der Weekend League vergleichen. Im Tor haben wir auch einen AC Milan Spieler, das ist der gute Donnarumma. Wir haben ein paar italienische Spieler dabei, beziehungsweise Spieler aus der Serie A, sagen wir so. Ich habe Tonali am Start, ich habe Dybala und CR7 am Start, also das ist jetzt kein absolutes Schmutzteam, mit dem wir das spielen. Auf der anderen Seite habe ich noch Roberto Firmino und Jones, wobei Jones mit Roberto Carlos Plätze tauschen wird und als defensiver Sechser spielen wird. Da finde ich Roberto Carlos nämlich am besten. Und vorne freue ich mich heute ein bisschen mit Lingard zu spielen. So ein bisschen der Fun-Faktor zusätzlich noch dazu. Hinten noch Cancelo auch mit dabei als Rechtsverteidiger. Also das Team ist eigentlich stabil. Wir werden sehen, wie sich dieses Tempo der beiden auswirkt. Und dann würde ich sagen, wir gehen rein in die Weekend League und probieren die beiden Italiener aus. Gut, unser erster Gegner. Die Sonne lacht. Mit Mbappé, Neymar, uiuiui, Schuka, das kann was werden. Forza Italia! Oh, Nesta! So, Daumen im Kopf. Ja, Baresi ist sehr gut gelöst. Ja, gut, die beiden im Zusammenspiel da, sehr gut gelöst. Ja, da macht er dichter, Baresi gegen Mbappé. Gut gestanden auch wieder. Ja, gut gemacht. Ja, wieder gut gemacht eigentlich. Ja, das war jetzt leider faul. Ja, Baresi passt wieder auf, sehr gut. Ui, jetzt wird es brenzlig, aber Nesta, gut gestanden, gut abgeblockt.
Ja. Bei Paris läuft er auf, der Mbappé. Auch wieder gut gestanden, die beiden. Also die machen gut dicht da hinten. Ja, beide gemeinsam mit vereinten Kräften. Das Nesta ist so heftig. Ah, jetzt haben wir ein Tor bekommen. Gut, erstes Spiel der beiden. Wir haben ein paar Szenen mitgenommen. Baresi mit einer 7,8, Nesta mit einer 7,3. Schauen wir uns dann noch die Pässe an. Das ist mal das Interessanteste. Beide haben 10 von 12 Pässen. Bei den Dribblings haben beide alle ihre Dribblings abgeschlossen. Baresi hatte ein bisschen mehr, Nesta hatte nur 5, Baresi 8. Keine Flanken und Zweikämpfe hat Baresi einen von drei gewonnen und Nesta drei von vier. Und das wollte ich euch auch noch kurz hineinschneiden nach dem Spiel. Also nicht, dass da wer glaubt, nur weil ich die beiden Verteidiger habe, bunkere ich. Also ich spiele ganz normal. Ich hatte 13 Schüsse, 9 davon aufs Tor, 63% Ballbesitz, mehr Zweikämpfe gewonnen. Ich spiele maximal mit einer Tiefe von 4. Also ich spiele keineswegs irgendwie eine Bunkertaktik da. Gut, unser nächster Gegner mit Bale und Silva, Werner, ja, stabiles Team. Oh, da hat Baresi das Laufduell. Ja, da hat man die Sprintgeschwindigkeit gemerkt. Ja, gut, von Baresi. Also man merkt irgendwie Nesta ein bisschen behäbig da in dem Game jetzt. Ja, da geht er gut mit. Sehr gut mitgegangen. Auch da Nesta gut reingelaufen. Vereinten Kräften hinten. Ja, sind schlecht gestanden, die beiden, und Nachspielzeit noch dazu. Man kennt es. Ja, gut gemacht von Nesta. Wieder gut gestanden. Ja, kann sie nicht durchsetzen gegen Werner. Auch nicht so gut ausgesehen bei dem Tor. Gut, das Game leider verloren. Baresi mit einer 6,1 und Nesta mit einer 7,1. Schauen wir uns da die genauen Werte nochmal an. Bei den Pässen 9 von 10 bei Baresi, 10 von 10 bei Nesta. Dribblings 5 von 5 bei Baresi, 4 von 7 bei Nesta. Das war auch so mein Gefühl, dass der bei manchen Aktionen der Nesta halt ein bisschen tollpatschig wirkt, aber er ist dafür defensiv sehr stark gewesen eigentlich, auch wenn wir es verloren haben. Zweikämpfe hat Baresi gar keine gehabt und Nesta hat von 4 Zweikämpfen 2 gewonnen. Man hat auf jeden Fall gemerkt, es gibt ein paar Defizite beim Tempo, aber wir werden ins nächste Game gehen und das weiter beobachten. Gut, unser nächster Gegner hat wieder Mané und Aguero. Ja, ich weiß nicht, irgendwie durchgepackt, aber Donnarumma am Posten. Ja, gut da hinten, dicht gemacht. Ja, Baresi da weit mit vorgegangen. Ja, schade, gut reingegangen dann, aber. Ja, das kann ich halt leider nicht verteidigen mit dieser roten Verbindung, wo es genau in dem Moment zu laggen beginnt, wo der Gegner vorne ist. Das kann ich halt einfach nicht verteidigen. Es ist halt vielen, vielen Dank, EA. Der Stream läuft wieder mal nebenbei. Verbindungsqualität des Spiels melden. Ja, weil jedes Spiel kann man das eigentlich melden bei euch. Es kotzt mich schon so an. Es kotzt mich schon so an. Echt.
Gut, Leute, abschließendes Fazit mit Franco Baresi und Alessandro Nesta. Die beiden jetzt 14 Spiele gespielt und ich hatte in diesen 14 Spielen 8 Disconnects. Manche Disconnects kurz vor Schluss, manche bei Halbzeit, so irgendwie. Also ich konnte mir auf jeden Fall ein Bild machen über die beiden. Ich habe meine letzten Games jetzt über WLAN-Hotspot, also über mein Handy-Hotspot, fertig spielen müssen. Und da war die Verbindung auch nicht gerade gut, aber immerhin hatte ich keine Disconnects und habe jetzt irgendwie auf Silver 1 fertig gespielt, irgendwie. Und die beiden haben selbst bei diesen schlechten Verbindungen teilweise wirklich sehr, sehr gute Leistungen gemacht. Ich kann euch eins sagen, die beiden haben ein echt gutes Stellungsspiel. Die beiden sind nicht die schnellsten, das hat man leider in manchen Situationen gemerkt. Also manche Gegentore sind auch deswegen entstanden, weil sie nicht die schnellsten sind. Aber das passiert eher wenig, also mir ist es eher wenig passiert, sagen wir es mal so, weil die wirklich ein gutes Stellungsspiel haben und ich bin bei Weitem, wie gesagt, kein Bunkerer. Meine tiefste Aufstellung ist Tiefe 4, das ist noch weit entfernt von Tiefe 1. Normalerweise spielen die Leute, diese ganzen E-Sportler und so, spielen auch auf Tiefe 5, auf Ausgeglichen zum Beispiel. Also das ist auf jeden Fall keine Bunkerei und die beiden haben ein echt gutes Stellungsspiel und damit gleichen sie halt viel aus. Ich habe auch das Gefühl, dass beide immer hinten bleiben, also da geht keiner so wirklich vor von den beiden. Die haben beide auch mittelhoch Arbeitsrate und ich muss sagen, obwohl der Baresi der beweglichere ist, finde ich den Nesta trotzdem ein bisschen präsenter. Der ist halt einfach irgendwie mit seiner Statur und so nochmal präsenter als der Baresi. Der Baresi nicht schlecht, gewinnt auch immer wieder viele Zweikämpfe, ist so ein bisschen ein quirligerer, aktiver Verteidiger, aber hat halt dann auch oft seine Probleme, wenn er gegen physisch starke irgendwie ein Laufduell machen muss oder so. Erstens die Geschwindigkeit und zweitens, dass ihn die dann halt abdrängen. Das ist halt das große Problem. Aber wie gesagt, ansonsten muss ich sagen, wir können da auf die Werte auch nochmal gehen. Die beiden haben ja in der Verteidigung alles komplett ausmaximiert, im Prinzip bis auf die Kopfballpräzision. Also die beiden sind schon defensive Maschinen, die können das schon. Das große Manko halt einfach das Tempo. Ich hätte euch gerne da jetzt auch so eine Tabelle präsentiert, wo ich euch die ganzen einzelnen Statistiken von den beiden gezeigt hätte, wo man die beiden miteinander verglichen hätte, wer hat die bessere Passstatistik, wer hat die bessere Zweikampfstatistik, aber es ist mir leider nicht möglich, da ich so viele Disconnects hatte, das zu machen. Ich kann euch jetzt, wie gesagt, da nur sagen, wie mein Gefühl zu den beiden ist und ich muss sagen, die beiden sind auf jeden Fall brauchbar. Klar, wie gesagt, gegen einen Mbappé, gegen einen CR7 immer wieder dann mal Probleme, wenn die durchlaufen können. Also Sprintduelle, habst du ein paar Szenen auch gesehen. Ich habe Gott sei Dank einige Szenen auch mitnehmen können. Sie ziehen halt dann da einfach bei den Sprintduellen den kürzeren. Dafür sind sie, wie gesagt, sehr präsent. Ihr habt auch einige heftige Rettungsaktionen gesehen. Da sind sie dann da, wo man sie halt braucht. Da stehen sie halt richtig. Also wie gesagt, man macht jetzt wahrscheinlich jetzt nicht alles falsch, wenn man so einen Spieler spielt. Viele denken sich wahrscheinlich, wenn man die sieht in einer Mannschaft, wie kann man den nur spielen, ist so langsam. Aber wie gesagt, einfach Spaß haben an dem Spiel und wenn ihr auf einen von den beiden Bock habt, dann probiert den einfach mal aus. Es wird nicht so viel verloren sein. Wenn er dann wirklich keinen Spaß macht, einfach wieder verkaufen. Ich hoffe, obwohl das heute leider nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt hätte, weil ich glaube, unter normalen Umständen hätte ich locker Gold 3 mit denen geholt. Hat euch das Video gefallen? Ihr habt da ein paar gute Szenen hoffentlich gesehen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Hat euch vielleicht irgendwie weitergeholfen. Wie gesagt, die beiden absolut brauchbar, bis auf die Sprintgeschwindigkeit und das Tempo generell halt. Aber ansonsten defensive Maschinen, die beiden. Nesta würde ich bevorzugen, wenn ich einen der beiden kaufen würde. Und das war's für dieses Video. Danke für euren Support. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut gerne mal auf Twitch vorbei. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Schaut gerne mal auf Instagram vorbei. Danke für den Support. Ciao, ciao.